Herzlich willkommen zum Weltgebetstag 2021. Der heutige Gottesdienst kommt von Frauen aus der Inselrepublik Vanuatu. Vanuatu ist eine Inselgruppe im Pazifik. 83 Inseln, die auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring liegen, einem Vulkangürtel, in dem es immer wieder zu starken Erdbeben kommt und damit verbundenen Tsunamis. Vanuatu ist das sprachenreichste Land, geprägt von vielen kleinen Dörfern, einigen Städten und der Hauptstadt Port Vila. Die Menschen leben zwischen zwei Welten, auf dem Dorf mit der traditionellen Kleidung und in den Städten mit Jeans und T-Shirt. Die Menschen pflegen ihre Bräuche und sind stolz auf das Wissen, das ihnen ihre Vorfahren überliefert haben. Vanuatu erscheint uns wie ein Paradies. Feine Sandstrände, blaues Meer, Regenwald und keine gefährlichen Tiere. Aber der steigende Meeresspiegel und die zunehmenden tropischen Wirbelstürme nagen an den Inselgruppen. Der christliche Glaube ist ein wichtiges Element bei ca. 80% der Ni-Vanuatu, so heißen die Einwohner. Dies zeigt sich auch im Landeswappen, auf dem steht »In God we stand«, »Mit Gott bestehen wir«. Gemeinsam mit unseren Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir den ersten Vers von Psalm 127. Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen. Wir hören das Wort Gottes aus dem 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dieser Bibeltext steht am Ende der Bergpredigt. Hier und in den Kapiteln davor geht es darum, wie wir leben, wie wir weise leben und in das Reich Gottes gelangen können. Hören und tun, das sind zwei Schlüsselworte im Text. Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wenn wir uns danach ausrichten, haben wir ein festes Fundament, wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend. Hören wir nun die Worte Jesu, wie sie bei Matthäus aufgeschrieben wurden. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Der Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse. Stürme wehen und überfallen dieses Haus, und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und der Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus. Da stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein. Das sind gewaltige Bilder. Ein Haus, das einstürzt, ein verheerender Sturm, ein reißender Fluss. Und dagegen stellt Jesus den Felsen. Felsenfest möchte ich im Sturm stehen können und mein Haus soll auch so gebaut sein. Selbst wenn mir sonst Flexibilität und Beweglichkeit lieber sind. Felsengrund, das ist das Wort, das Sehnsucht in mir weckt. Besonders in diesen Krisenzeiten, wo plötzlich so vieles in Frage steht. Wenn meine Welt ins Wanken gerät
sehne ich mich nach einem stabilen Untergrund. Wie geht es den Frauen damit in Vanuatu? Ich bin das zweite Kind einer achtköpfigen Familie. Ich verließ die Schule am Ende der 6. Klasse, weil es für meine Ausbildung kein Geld mehr gab. Meine Familie konnte nur meinen älteren Bruder zur Schule schicken, mich aber nicht. Ich bin halt die Zweitgeborene und ein Mädchen. Eines Tages hörte ich von einem Nähkurs für Mädchen im Ort. Ich bewarb mich und wurde angenommen. Aber mein Vater konnte das Kursgeld nicht bezahlen. Ich war total entmutigt. Ich hatte ja kein eigenes Geld. Ich wollte unbedingt weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem war das nicht möglich. Ich bin zur Kirche gegangen, um meine Sehnsucht nach Bildung zu stillen. Ich schloss mich einer Jugendgruppe an, nahm an Bibelstunden teil und engagierte mich später in der Frauenarbeit. Meine Hartnäckigkeit und mein Glaube an Gott haben mich Wege finden lassen, mich selber weiterzubilden. Ich habe auch etwas gelernt, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich kümmere mich um meine Familie, mit der mich Gott gesegnet hat. Mein Mann und ich haben 3 Kinder. Ich danke Gott für allen Segen, den ich in meinem Leben erfahren habe. Ich danke Gott. Er ist die Quelle meiner Kraft. Er hat mir geholfen, das Gelernte in die Tat umzusetzen. Gott hat mich stark und klug gemacht. Behandle andere so, wie du gerne selbst behandelt werden willst. Dann kommst du in das Reich Gottes. Es geht um besser handeln, nicht um besser wissen. Der erste Freitag im März ist traditionell der Weltgebetstag der Frauen. Aber er ist nicht nur unser Weltgebetstag. Er ist mittlerweile auch ein Tag, der Friday for Futures Bewegung angehört. Beides ist eng miteinander verbunden. Die Sorge der Ni Vanuatu um ihre Heimat und unsere Verantwortung, mit dem Klimawandel umzugehen. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Kontext der Bergpredigt. Wir kennen manche Sätze daraus gut. Selig sind, die Frieden stiften. Selig sind, die Gerechtigkeit suchen. Wie verstehst du Jesus, wenn er sagt, haltet euch an meine Worte und baut darauf? Manchmal kann ich das sehr tief spüren, dass es so ist, dass dieser Jesus ein Fels ist. Das gibt mir Mut, Geborgenheit und Kraft. Manchmal auch Begeisterung für das Revolutionäre an seiner Botschaft. Aber ich spüre auch das Kantige und das Mühselige, weil gerade die Bergpredigt extrem herausfordert. Das Leben gestalten ist wie ein Haus bauen. Mein Lebenshaus soll auf einem guten Boden stehen, an einem Ort, an dem ich gerne bin, mit Raum für mich und andere. Worauf bauen wir? Für viele von uns ist die Familie ein guter Grund. Wir sagen dann, meine Familie gibt mir Halt. Hören wir noch auf eine andere Frau aus Vanuatu. Ich spreche für Mosi. Sie erzählt, mein kleiner Bruder und ich sind bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Als meine Mutter wieder heiratete, ließ sie uns bei den Großeltern. Dann heiratete mein Vater wieder und nahm uns mit in seine neue Familie. Als aber unsere Stiefmutter eigene Kinder bekam, änderte sie ihre Einstellung zu uns völlig. Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und der Platz im Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein Essen auf der Straße suchen. Ich musste sogar außerhalb des Hauses in einer Hütte schlafen. Einen alten Sack
mit Kokosfasern benutzte ich als Decke, um mich vor der Kälte zu schützen. Irgendwann traf ich Menschen, die an Gott glaubten und mir sagten, dass er mich liebt. Weil es mir so schlecht ging, konnte ich diese Art von Liebe nicht verstehen. Ich entschied mich aber dann zu vertrauen. Ich vertraute darauf, dass Gott sich um mich kümmern würde, auch wenn ich in unserer Familie kein Zuhause mehr hatte. Dieses Vertrauen wuchs in mir und wurde zum Fundament meines Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und teile meine Geschichte mit anderen. Wir dürfen auf Gott und seine Fürsorge vertrauen. Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich allein gestellt sind. Denkt daran, Gott hat sie lieb. In jedem Land der Welt sollen sie ein Zuhause haben. Wir bauen jeden Tag an unserem Lebenshaus. Manches gelingt gut, manches weniger und manches steht auf wackeligen Füßen, dass es wieder zusammenbricht. Unsere Lebensweise und unsere Entscheidungen beeinflussen die Bautätigkeit in allen Häusern. Wir wissen, dass wir etwas ändern können. Gott, erhöre unser Gebet. Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. Leite und führe uns zu einem Leben, das dir entspricht und dir Freude bereitet. In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, in dem du wohnen kannst. Verwandle unser Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden lebt. Amen. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen und finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir ein Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit über 100 Projekte unterstützen, die Frauen und Kinder stärken. Im letzten Jahr konnten wir aus 4 Landen mit unserem Weltgebetstag in Kirchwerder 407,80 Euro dazu beitragen. Zum Beispiel in Vanuatu engagieren sich in der Initiative Vanuatu Young Women for Change junge Frauen für ihre Gemeinschaft. Sie übersetzen die Wettervorhersagen in ihre lokalen Sprachen, um die Menschen vor Unwettern zu warnen. Oder sie kooperieren mit Dorfvorstehern, um sie für die Anliegen der Frauen zu sensibilisieren. In Burkina Faso brach im Shutdown der Transport zu den örtlichen Märkten zusammen. Und das Gemüse unserer Partnerinnen dort in der Provinz Kadiogo drohte zu verderben. Doch die Frauen hatten eine Idee. Mithilfe des Weltgebetstages wurden 3 Trocknungsgeräte angeschafft,
mit denen Gemüse und Obst auf einfache Weise getrocknet werden konnte und haltbar gemacht wurde. So kann es später verkauft oder auch selbst genutzt werden. Für künftige Schwankungen oder eine zweite Corona-Welle sind die Frauen dadurch besser gerüstet. Wir danken Gott für den reichen Segen, den er uns geschenkt hat. Für Familie, Freunde, ein Zuhause, Nahrung und Wasser. Heute bringen wir einen kleinen Teil unseres Reichtums vor dich. Wir geben ihn an die Weltgebetstaggemeinschaft, damit dieses Geschenk all denen zugutekommt, die es brauchen, in Vanuatu und überall auf der Welt. Gott segne GeberInnen und Gaben. Gemeinsam verbinden wir uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht werden. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir beten gemeinsam zu Gott, für uns Vater und Mutter zugleich. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und um uns herum. Und so geht im Segen Gottes. Gott führe und leite dich. Gott erneuere dich und heile alle Völker und Nationen. Gottes Wille geschehe in deinem Haus, so wie im Himmel. Amen.